Hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein bisschen anders. Ich gehe gerade spazieren heute Abend und ich habe so einige Themen auf dem Herzen. Speziell ein Thema. Ich möchte heute die Leute ansprechen, die sehr gegen mich gehen. Es sind nicht viele, aber es ist eine gewisse Gruppe. Und es sind auch ein paar Leute, die ganz speziell gegen mich gehen. Ich möchte diese Leute nicht verurteilen. Ich möchte euch nicht verdammen. Ich habe euch lieb. Ich sage es euch ganz ehrlich. Aber ich möchte euch etwas bitten. Ich muss es auf diesem Wege machen, weil sonst habe ich keine Möglichkeit. Bei einigen schon, bei den anderen nicht. Wenn ihr meine Videos nicht mögt oder die Videos, die ich hochlade, dann bitte ich euch, sie einfach nicht mehr zu gucken. Tut euch einen Gefallen, dann braucht ihr euch nicht ärgern. Guckt meine Videos nicht mehr. Es ist besser so. Und ich mache die Videos auch nicht für euch. Ich mache diese Videos nicht, um Menschen von irgendwelcher Gemeinde oder Kirchen wegzuholen oder irgendjemanden zu blamieren. Ich mache diese Videos für die Menschen, die verloren sind. Die Menschen, die wirklich verloren sind. Und ihr glaubt es gar nicht. Und ich will das auf diesem Wege einfach mal sagen. Es sind so viele Menschen, so kaputt, ihr könnt euch nicht vorstellen, zum Teil. Vielleicht kann einer und der andere sich das vorstellen. Menschen, die sind so kaputt vom Leben. Viele wollen sich das Leben nehmen. Ich habe so viele Anfragen und Menschen, die riesengroße Probleme. Ich würde sagen, körperlich vielleicht 20%, aber seelisch. Menschen sind tief besessen. Menschen sind verletzt. Menschen haben große Probleme. Und diese Menschen kontaktieren mich. Und das sind die Menschen, die ich helfen möchte. Deswegen tue ich es. So, ich tue es nicht, um zu zeigen, was ich kann. Und ich will hiermit ganz klar was sagen und hervorheben. Wisst ihr, wie ich oft zittere vor Leuten, die Hilfe brauchen? Warum? Weil ich es nicht kann. Hast du das gehört? Noch einmal, ich kann es nicht. Aber Jesus durch uns, durch mich, durch dich, wenn du ein Kind Gottes bist, kann er alles durch dich tun. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich habe diese Woche einen Ausspruch gehört. Wenn du heilen willst, geh nicht auf den Straßen, sondern geh in dein Kämmerlein und bete da. Wie soll das gehen? Oder die Aussage, geh ins Krankenhaus und heile alle Leute da. Ich möchte hiermit sagen, erstens, man kommt nicht so schnell ins Krankenhaus, um die Leute zu heilen. Zweitens, ich sehe mich nicht derjenige, der jetzt durch die Gegend läuft und die Leute heilt. Mir geht es viel, viel, viel mehr darum, dass die Seele geheilt wird, dass sie gerettet werden. Und oft auf den Straßen, wenn ich da anspreche, hey, kann ich mal kurz über Jesus sprechen, sagen die mir, von welchem Jesus willst du reden? Ich will nicht. Ich habe ich sag so, wie sie sagen, ich habe keinen Bock darauf. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Was für ein Gott? Und dann sage ich, kann ich mal für dich beten? Hast du Schmerzen? Kann ich kurz dir zeigen, dass Gott real ist? Und ich will euch was sagen. Da kommt Gott immer. Und zwar 100%. Und das würde er bei dir auch tun. Warum? Es geht um Gottes Sache. Und dann sieht dieser Mensch, ich werde geheilt. Die Schmerzen gehen weg. Also Gott ist real. Und wisst ihr, wie viele Leute da schon zu Jesus gekommen sind? Wegen dieser Situation. Und noch einmal, nicht weil ich so gut bin. Leute, ich tue es nicht, um zu zeigen, wie gut ich bin. Nein, ich bin, und ich gebe es hiermit 100% zu, ich bin genauso schwach wie du. Aber Paulus sagt, in den Schwachen werde ich mächtig sein. Und ich möchte dich ermutigen, du kannst das Gleiche tun. Und zwar auf den Straßen gehen und Menschen retten. Retten für die Ewigkeit. Die Seelen, dass sie gerettet werden. Und es geht nicht nur um zu zeigen, wir können heilen, weil das kann jeder machen, der ein Kind Gottes ist. In Jesu Namen kannst du auf die Straße gehen, probier es nur aus. Und Gott wird kommen. Er wird diese Menschen heilen. Und dann geht es um ihre Seele. Ja, im Krankenhaus reinzugehen und da die Kranke zu heilen, das ist nicht einfach. Und ich sage hiermit auch ganz ehrlich, ich habe nicht 100% Erfolg. Also,
Das ist einfach so. Und aber auf den Straßen, da kommt Jesus, weil es geht um das Evangelium. Und ich bin auch am Lernen und ich möchte es lernen. Aber eins möchte ich nicht, und das ist dieses Pharisäertum und dieses Schriftgelehrte und bloß nicht sagen, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache mir in der Gemeinde geht's gut. Nein, es geht um die verlorene Welt und ich möchte dich ermutigen und gleichzeitig auch warnen. Weißt du, wie viele Leute verloren gehen, weil du einfach nur dir zu bequem bist und dich für Jesus schämst und nicht auf die Straße zu gehen? Lass dich ermutigen. Es gehen viele, viele Leute verloren. Es gehen so viele Leute verloren, nur weil du zu bequem bist. Ja, noch weiter, weil du dagegen gehst und sagst, die anderen sollen auch nicht gehen. Und ich sage dir ganz ehrlich und offen, wirst du gehen, wirst du Verfolgung leiden müssen. Jeder, der auf die Straße geht, der wird Verfolgung leiden. Menschen werden dich auslachen, ja die eigenen Leute, die dich mögen oder mochten, werden dich auslachen, werden sagen, was machst du da? Das kannst du doch nicht machen. Aber ich möchte euch was sagen, ich kann nicht ändern, ich kann nicht stoppen, ich kann nicht. Warum? Weil diese Leute gehen verloren und Gott hat in mir einen Rettersinn erweckt. Der ist noch lange nicht vollkommen und ich kann auch sehr, 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 sehr viel lernen. Aber ich will lernen und ich kann nicht schweigen. Und das Wunderbare ist, wenn man auf den Straßen sieht, wie plötzlich Menschen zu Jesus finden, wie Menschen zu Gott kommen, nur weil ich auf der Straße war oder du. Und hiermit noch einmal, du kannst das Gleiche tun, was ich tun kann. Ich bin nichts Besonderes. Ich erwähne das ganz klar. Ich bin ein einfacher Jünger Jesu, aber Jesus möchte dein Herz. Ja, und das will ich betonen, er kann und er tut Seele, Geist und Leib gesund machen. Glaubst du das? Komm zu Jesus. Und ich hoffe, du fühlst dich nicht beleidigt durch dieses Video. Das ist nicht meine Intention, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte nur sagen, wenn du dich ärgerst über meine Videos, schau sie nicht mehr an. Schau sie nicht mehr an. Diese Videos sind nicht für dich dann. Diese Videos, Die sind für Gott und für diese Menschen, die verloren gehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.